Er schwimmt einmal drumherum. Ich bin in die Wasserwacht gekommen durch eine Freundin tatsächlich. Und dann haben wir als gemeinsames Hobby zusammen angefangen, in der Wasserwacht Anklam. Und dann bin ich nach einer Zeit in die Rettungsschwimmergruppe gekommen. Also hier am Strand, das meiste, was passiert, ist tatsächlich am Land und gar nicht wirklich im Wasser. Also sehr viel Sanitätsdienstliches, meistens Kreislaufprobleme wegen dem Wetter, vor allem im Sommer, Dehydrierung. Das ist so das Häufigste, was kommt, oder Schnittwunden, ja. Und dass ab und an einer zu weit rausschwimmt, das passiert tatsächlich auch sehr häufig. Also wenn ich nicht gerade hier am Strand bin, dann bin ich auch noch im Katastrophenschutz und im Wassergefahrenzug. Und da üben wir auch ganz, ganz viel mit dem Bootfahren und Rettung aus dem Wasser. Ja, weil es schön ist, Menschen zu helfen, weil man jeden Tag irgendwie auch mit vielen Menschen in Kontakt kommt und immer wieder Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert und natürlich hier am Strand auch eine wunderschöne Zeit hat. Man nutzt seine Zeit sinnvoll, man tut was Gutes und kann gleichzeitig so viele Erfahrungen mitnehmen. Das ist schon ganz besonders. Das Schönste ist die Gemeinschaft, also dass alle zusammen für das Gleiche brennen und dass neben dem eigentlichen Job, der ja auch teilweise sehr, sehr ernst sein kann, trotzdem alle immer irgendwie cool drauf sind und Spaß haben. Und das macht es schon sehr lustig und auf jeden Fall lebenswert.